Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Little Pony RPG, The Elements of Harmony. Hier ist... Wie ist denn die Stadt eigentlich? Ah ja, New Cloudsdale. Und von hier aus werden wir jetzt zu diesem Turm fahren, also da wo der Turm ist. Ich habe gerade mir hier das hier gekauft, Live Auto Cure. Ich habe mir leider nur 5 leisten können. Aber das zeigt schon, was für ein Rückständiger ich bin, wenn ich mir davon einfach 5 kaufen kann. Meine Kosten irgendwie 9.999. Da ist ich schon nicht gerade wenig Money. Gut. Dann würde ich sagen, der Map ist jetzt auch mehr als, ich nenne es mal, abgeschlossen markiert. Weil alles, was rot ist, ist eigentlich fertig. So gut wie. Also im Endeffekt ist der Kontinent unten rechts fertig, die ganzen kleinen Inseln. Der Kontinent, wo Canalot ist, da gibt's glaube ich noch was, da gab es zumindest was, wo man nicht einfach so lang gehen konnte. Dann der Kontinent unten links, habe ich gerade eben, also gerade eben was unten rechts, falls ich das falsch gesagt habe, ich wechsle die Seiten manchmal. Ist ja noch so eine geheime Höhle, die nicht auf der Map ist, da habe ich Secret Höhle hingeschrieben. Weiß nicht, ob man das auf diesem kleinen Bild überhaupt lesen kann. Dann, ja gut, im Ponyville gibt es glaube ich eigentlich nichts mehr. Aber in diesem komischen Gebäude, da gab es so Teleporter. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Schrein der Element der Harmonie oder sowas. Da gab es so Teleporter. Genau. Dann gibt es ja noch hier diese eine Höhle. Und hier unten gibt es. Ja, in der Stadt gab es eine Person, bei der ich nicht weiß, ob die jemals weggeht. In der Stadt. Naja. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich in der Höhle, die jetzt hier oben kommt, schon drin war. Also ich bin auf jeden Fall hier schon mal rumgelaufen. Ich weiß noch nicht, ob innerhalb der Aufnahme. Aber ich weiß schon mal, dass ich wahrscheinlich den da auf Thumbnail packen werde. Testen wir mal unser neues Auto-Cure, wie das funktioniert. Falls er es überlebt. Aber es sah aus, als hätte er viel Leben. Das ist geil. Damit heile ich eigentlich sogar den Schaden, den er macht, großteils wieder weg. Einziges Problem ist halt, Fluttershy hat dieses Item noch nicht. Aber das ist cool. Das ist wirklich cool. Einfach heilen. Ist schon awesome. Schon ein bisschen awesome. Mindestens ein bisschen. Ah, wo genau ist denn diese Höhle eigentlich? Ja, okay, ich laufe einfach so lange nach oben, bis ich gezwungen werde, gegen die Wand zu laufen. Und jetzt kämpfen wir auch nicht mehr gegen den, weil ganz ehrlich, ich bin Level 99 und... obwohl, ich brauche eigentlich wieder Geld. Ich konnte mir das letzte Live noch nicht leisten. Ich brauche wieder Geld. Hab wieder einen Grund, gegen die Gegner zu kämpfen. Muss wieder Witch Nigger werden. Witch Pony Nigger. Naja, ich glaube nämlich, dass wir die Bosse, die in diesem geheimen... Was in dieser auf der Map nicht sichtbaren Höhle waren. Obwohl ich nicht weiß, ob die wirklich geheim ist. Ich glaube, die wurde einfach erst sehr spät eingeführt. Und da wurde wahrscheinlich dann die Map nicht nochmal neu gemacht. Dass man für die, glaube ich, manche SS-Service braucht. Zumindest habe ich mal jemanden gesehen, der das ganze Spiel in 3 Videos durchgespielt hat. Die waren alle ein paar Stunden lang. Und soweit das aussah, auch mit 100%, weil er war eben auch an diesem Ort und... Danke. Und hat dort halt dieses komische X-Fair SSO-Item mitgenommen. Obwohl ich immer noch nicht wirklich verstehe, wie es funktioniert, weil, naja, es steht ja dabei. Dass das Item ein Jahr gut gegen negative Stats ist, aber keine Ahnung. Es ist anscheinend nicht so, als wäre man resistent. Vielleicht ist auch einfach die Wahrscheinlichkeit geringer, negative Stats zu bekommen. Aber solange man nicht resistent ist, ist dieser Skill, ist das für mich ziemlich sinnlos, finde ich. Auf jeden Fall hatte der diese Dinger gekauft und mitgenommen für einen gewissen Gegner da drin. Und ich meine, ich weiß ja nicht. Kann sein, dass man es unbedingt braucht. Deswegen brauchen wir noch Money. Deswegen, die geben ja recht okay Money. Machen wir die alle kaputt. Ist ja auch egal, sie können uns ja höchstens paralysieren, aber das können wir ja auch heilen. Also eigentlich,
sind diese Gegner gar keine Gegner für uns. Ja. Vor allem nicht, wenn sie gar nicht angreifen. Warum greift er nicht? Warum hat er jetzt nicht angegriffen? Könnte nicht zumindest dastehen, Schreck zurück oder sowas? Über Pokémon? Weil ansonsten kommt mir das einfach so voll komisch vor. Ja, hier war ich echt noch nicht in der Aufnahme, ansonsten wäre die Truhe mitgenommen. Ich glaube, hier kam irgendwas Spezielles. Speichere lieber nochmal. Ah, okay, nee, war einfach ein Muffin drin, okay. Das heißt, wir haben jetzt 9 Muffins, das heißt, es fehlt nur noch ein einziger Muffin. Aber der ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht befindet er sich ja im Turm, wo wir hingehen. Oder in dieser einen geheimen Höhle. Das wäre zwar schon sehr heftig, denn wir irgendwie 4 Bosse, vielleicht sogar noch mehr, weiß ja nicht, was da noch weiter hinten in der Höhle kommt, besiegen müssen, um den letzten Muffin von Derpy zu kriegen. Aber, naja. Also ich habe auf jeden Fall wohl schon herausgefunden, was wir als Belohnung von Derpy kriegen. Aber ich sag das jetzt einfach mal nicht, wäre ja dann Spoiler. Also machen wir einfach hier diesen Gegner kaputt, der uns versucht zu poisonen und es bei einigen von uns geschafft hat. Ach ja, habe ich vielleicht schon mal gesagt, aber dass ich so schnell kämpfe, mache ich über einen Mausmakro, der einfach ganz viel Leertaste drückt. Also. Oh, mir fällt was auf. Party. Schon wieder vergessen. Ah, naja. Ist aber auch schwer sich zu merken. Da unten ist er. Klick. Sind Makros an der Maus nicht toll? Habe ich ja auch. Ja, der Part müsste schon längst online sein. Habe ich ja auch in Five Nights at Freddy's Sister Location benutzt, um das LOL für LOL-Bit ganz schnell eingeben zu können. Naja, ist theoretisch schon fast wie Cheaten, aber mein Gott. Bringt halt was, bisschen Geld für eine Maus auszugeben. Obwohl gut, man bräuchte nicht unbedingt eine MMO-Maus, man bräuchte eigentlich nur eine Maus mit Zusatztasten. Der MMO-Maus hat halt, also meine hat 12 Zusatztasten. Ist von Lioncast. Eigentlich sehr cool. Gibt es noch eine andere MMO-Maus, bei denen diese Tasten so nach vorne und hinten geneigt sind, sodass man seine Hand perfekt dazwischen tun kann und auch noch eine Ablage für den Daumen vorhanden ist? Also das ist schon, finde ich heftig. Warum blockiert mich die Oberseite von diesem Turm? Boggy Bottom Bock Tower. Okay, das ist also nicht dieser... Okay, hier kamen wir rein wegen den Tiki. Genau. Aber für was ist das hier? Was ist der Cloudsdale Tower? Auf der Map sehe ich nur einen Tower. Ihr könnt es mir jetzt in die Kommentare schreiben, aber wahrscheinlich habe ich das Spiel schon durchgespielt, bevor ich überhaupt den ersten Part hochgeladen habe. Zumindest habe ich ihn bis jetzt, ja, hochgeladen, nicht veröffentlicht. Hochgeladen habe ich schon Sachen. Okay. Ich finde das immer lustig, wie Rarity manchmal einfach voll den heftigen Crit austeilt. Wo man sich so denkt, bist du nicht Magierin? Pure... Bits. Ja, ein Geld bringt ganz viel. Miss. Miss. Ach, hör doch auf damit. Vor allem die sich nicht heilen kann. Was hast du denn gegen Fluttershy? Böser T-Rex? Ach, whatever. Skill, Rarity, Pure, Fluttershy.
Ja, die hält nicht mehr so viel aus. Das Item. Das noch was, Green. Muss ich mal hier durchgucken. Töten wir mal den Geist. Geister! Geister! Weißbrot! Geister! ja. Das ist, glaube ich, jetzt schon eine ganz schön alte SpongeBob-Folge. Noch mehr Geister! Los, Fluttershy! Los, Applejack! Ja, ich wusste, dass du mich nicht enttäuscht. Irgendwie, also was normaler Angriff angeht, die stärkste im ganzen Team. Aber das ist ja auch, soll ja auch so sein. Oh nee. Also der eine Typ da schaut genauso aus wie der eine Pirat, den wir mal besiegt haben. Bad. Also jetzt nicht Fledermaus, sondern einfach nur schlecht. Egal. Ja, ihr seid so schlecht und greift uns von der falschen Seite an. Ich verstehe immer noch nicht, warum es das überhaupt gibt. Dass die das einfach von der anderen Seite der Macht uns attackieren. Oh. Hätte ich ja fast übersehen. So geht das nicht. Und da ist ja noch eine. Habe ich gerade einen Stern gefunden? Warte mal kurz. Ach so, das Ding. Immunity to Poison. Wie heißt denn der Zauber hier? Cure 4. Dann ist wahrscheinlich sie wieder voll. Ja, da ist sie wieder voll. Da stand ja auch dabei, dass er 100% des Lebens auffüllt. Eigentlich voll der heftige Zauber dann. Aber so voll heftig. Okay, ach so, was, du kannst hier drin auch kommen, du Hydra, du. Ja, okay. Ich habe ganz vergessen, dass dieses Viech in MLP vorgekommen ist. Ich habe also die ganze Erinnerung daran verloren. Und als ich dann hier ankam, habe ich mir gedacht, ach ja, stimmt, das gab's ja auch noch. Ich fand es aber seltsam, dass die... Wie hieß das Viech nochmal? Dieses Viech, was im Endeffekt Köpfe von mehreren Tieren hat. Was in diesem anderen Tor kam. Dass das, wie soll man sagen, da gab es ja eigentlich auch eine Version davon in der MLP-Serie. Da kam aber nicht die Version davon. Warum seid ihr eigentlich alle immer vergiftet? Warum machen die immer so scheiß Poison-Attacks? Wenn ihr Immunität zu Gift gebt habt, habt ihr nicht mehr die Mega-Heilung. Warum können die einfach mehrere Accessories anziehen? Was sind das überhaupt für Dinger? Wenn das Ringe sind, dann... Ja gut, Ringe machen keinen Sinn. Weil wenn, dann muss der Ring schon so groß sein, dass man den um den Huf tun kann. Ansonsten geht das nicht. Zwei Finger sind hier fehl am Platz. Ja. Gut. Naja, ist ein Tower. Also ist er eigentlich nicht so groß, sondern hoch. Also wird, ja, wahrscheinlich jede Etage gleich aussehen, habe ich mir vermutet. Okay. Sieht fast aus wie eine Falle. Vor allem hier ist ein roter Teppich. Was sucht der hier? Was ist das für ein Kasten? Okay, besiegt. Und die Wand da hat einen Riss. Ob das jetzt irgendwas aussagt oder einfach nur, damit es nicht alles, damit nicht alle Wände gleich ausschauen, da ist. Das weiß wahrscheinlich nur der Map Creator. was heißt weird?
Mensch, ich habe nicht gedacht, dass sie so schnell wieder an Punkte kommen, wo ich lesen muss. Nun, das ist seltsam. Glowing müsste leuchtend heißen. Glowing. Glühend. Ach so! Das ist eine glühende Schrift. Ah, okay. Ich habe schon gedacht, war glühend, schreibend, das macht irgendwie keinen Sinn. Seit wie lange ist das schon hier? Warning. Missing Cube spotted. Was heißt denn spotted? Spotted. Geflecht. Gefleckt. Getupft. Fleckig. Ach, keine Ahnung. Dieses Ding vermisst auf jeden Fall anscheinend einen Cube. Location. Lake near Twottingham. Also der See nahe Twottingham. See? Twottingham? Das sollten wir mal auschecken. Oder nachschauen oder nachsehen oder. Ich hab den Cube. Ja, was soll ich machen? Ich hab den Cube. Inventar. Da ist er, Cube. Dann ist das hier auf jeden Fall der Clausdale Tower, anscheinend. Okay. Weiß nicht, was jetzt hier das Problem ist. Ich hoffe nicht, dass ich das Spiel verglitscht habe, weil ich da schon hingegangen bin. Das wäre ein bisschen sehr lächerlich. Vielleicht muss ich erst nach oben gehen und da oben irgendwas machen. Einen Boss besiegen oder so. Bevor ich den Würfel da reinstecken kann. Und dann mal gucken, was dann passiert. Ob dann die Welt untergeht. Das ist aber schon seltsam, ganz ehrlich. Warum sollte man das nicht schon vorher geholt haben? Man war doch schon in Twottingham. War auch schon. Weiß jetzt nicht. Meint das Ding jetzt... Meint das Ding jetzt die Höhle hinterm Wasserfall? Was war denn in der eigentlich drin? War in der das Exempel drin? Aber wenn ja, dann habe ich ja im Endeffekt, naja, bin ich erst in die Stadt gegangen und darunter. Oh, danke, das wäre wohl ein Hitkill gewesen sonst. Die Attacke ist schon echt fies. So, noch mal ein Gegner. Nein, geht weg. Ihr sollt alle... Eigentlich hätte ich auch fliehen können. Sind eigentlich zu viele, um normal drauf zu hauen. Oder um anzugreifen. Aber gut. Applejack klärt das. Was? Der hat's überlebt! So geht das aber eigentlich nicht, ja? Okay. Macht kaputt. Ja, gut gemacht. Das war noch nicht genug Damage, die haben irgendwas mit 800 oder und nicht sogar 1000. Ach, keine Ahnung. Ja, müsste was mit 1000 sein. An Leben. Okay. Dann darf Verity wieder ein bisschen Vergiftung heilen. Und mal wieder speichern. Speichern? Speichern ist immer gut. Ja. Speichern ist immer und überall gut. Speichern to the max. Speichern to the max. Ach, muss ich den Würfel da einlegen? Das sieht so aus, weil es ist ein Podest. Dann wird schon ganz oben. Ich meine, auf der anderen Seite ist keine weitere Treppe. Aber was ist das für ein kleiner Turm, wenn man drei quasi Treppen hochgeht und dann ist man ganz oben? Stelle ich mir jetzt nicht so hoch vor. Ich meine, wenn das ja der Cloudsdale-Turm anscheinend sein soll, zumindest sagt der Cube, dass er im Cloudsdale-Turm verwendet wird. Oder ist der Cloudsdale-Turm dann irgendwie hier drüber oder so? Oder wird der Turm dann vergrößert? Dass wir quasi dann hoch nach
Alt-Cloudsdale kommen können oder sowas, weil sie ja nach wie vor eine Stadt, die im Himmel ist. Daran wird sich ja wohl nichts ändern. Oder nichts geändert haben. Okay. 20 Minuten und wir sind hier oben. Gut. Das war jetzt, glaube ich, nicht so optimal, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es einen sehr heftigen Dialog mit Gilda geben wird. Falls sie hier ist. Vielleicht ist sie ja auch weiter oben. Naja, schauen wir einfach mal, was passiert. Okay, hier werden wir wahrscheinlich klicken müssen. Please insert Energy Cube. Hier müssen wir den... Okay, anscheinend ist ein Energiewürfel reintun. Hä, was? Was sagst du? Oh, so ist das. Also würde ich mal sagen. Also Google Übersetzer sagt nur, so ist das, wo das geht. Das wird, glaube ich, so nicht so ganz richtig sein. Oder so funktioniert das also? Ach, keine Ahnung. Die Maschine... Was meint die denn mit Drawing? Ja, das ist ja was mit Zeichnen. die Maschinen... Ich würde mal sagen, tun die Energie von dem Cube irgendwo anders hin? Team? Aber es scheint nicht magisch. Das ist seltsam. Okay, also irgendwas elektronisch-technisches. Wir können gehen. Oh mein Gott, wir können uns bewegen. Oh mein Gott, wir können... Moment mal, wo soll ich denn dann hingehen? Warte, der Kasten neben mir leuchtet jetzt. Beam me up, Scotty! Cloudsdale Plaza? Ich glaube, das müsste Plaza auf Deutsch heißen. Oder Plaza, irgendwie so. Warte eine Minute. Ist das nicht Cloudsdale? Bin mir sicher, dass jetzt der Cloudsdale Plaza. Komm raus, Gilda. Ich weiß, du bist irgendwo hier drin. Cloudsdale. Das heißt Wolken. Nur Pegasus-Ponys können gehen. Auf Wolken. Rainbow Dash. Keine Sorge. Ich werde gehen. Und mich Gilda stellen. Alleine im Endeffekt. Ich würde mal sagen, nicht so schnell Zuckerstückchen. Das heißt plump.
Flamm. Flamm. Pflaume. Was? Plum Dangerous. Pflaume gefährlich. Was? Das könnte gefährlich sein, denke ich mal. Besiders. Habe ich B-E-S-I. Ah, ich habe R reingeschrieben. Außerdem. Außerdem haben wir es den Feen versprochen. Und beabsichtigen es zu behalten. Egal, was auch passiert. Okay. Ich gehe nicht alleine. Da es dir so viel bedeutet. Ah, okay. Aber wie willst du bitte schön auf Wolken stehen? Tut mir leid. Das ist eine. Was es heißt, Wut. Eine unhöfliche Frage. Okay. Vergesst, dass ich jemals gefragt habe. Gut. Maybe. Könnte sein. Weiß es dafür auf jeden Fall einen Zauber gibt. Aber ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt damit. Moment mal! Oh mein Gott! Nicht ernsthaft! Oh, ich hab's Wort falsch geschrieben. Vielleicht gibt es einen Zauber zu. In meinem Haus. Wir müssen zurückgehen. Und gucken. Arg. Aber es hat ewig gedauert, diesen Turm zu besteigen, diesen Turm hinaufzuklettern. Nun müssen wir wieder zurückgehen nach unten. Mach dir keine Sorgen, Rainbow. Gilda geht nirgendwo hin. Sie wird warten. Sie wird auf uns warten. Sie ist wegen uns hergekommen. Ich kann es fühlen. Ingi. Whee! Zurück nach Bonyville! Ich habe am Anfang. Ich weiß nicht, ob alle, aber ich habe auf jeden Fall die Bücherregale angeklickt. Hättet ihr das nicht gleich mitnehmen können? Jetzt darf ich wieder zurück nach Bonyville gehen, um.
ein Buch zu holen und dann wieder hier hochzulatschen. Wow. Die hätte den Spell sich mal auswendig merken können, als sie den das letzte Mal in der Serie eingesetzt hat. Naja, egal. Aber damit würde ich sagen, bewerten nicht vergessen. Im nächsten Part stehe ich da einfach im Ponyville in Twilight's Haus und schau mal, wo das Buch ist. Und dann kommen wir wieder jetzt hin zurück und dann geht es weiter. Also dann, wie gesagt, bewerten nicht vergessen und ciao. Und dann werden wir wahrscheinlich auch diese eine Höhle da erkunden, wo man ja auch über Wolken gehen musste dafür. Was eigentlich vollkommen bescheuert ist, weil da ist nur eine Kiste, da hätte man auch alleine rübergehen können. Aber egal. Logik und so. Also, wie gesagt, bewerten nicht vergessen und ciao.